Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 2 gegen 2. Hoffentlich mit Zalrock. Der ist zwar dabei, hat sich aber im Discord gerade gemutet und den Ton ausgestellt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er gleich zu uns zurückfindet oder ob er uns gleich was schreiben wird. Ich nehme aber trotzdem schon mal auf. Geht ja perfekt los hier schon mal. Wir spielen auf jeden Fall gegen den Zerg und einen Protoss. Verschneite Hochebenen. Die Map ist auch schon ewig dabei, ne? Ich bin gespannt, macht er was? Ja, er baut auf jeden Fall. Wir brauchen mehr Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Hast du dich bewusst gemutet? Vielleicht hat er das einfach nur aus Versehen gemacht. Das ist ja ein komischer Fall. Nee, hab ich nicht, aber passt schon. Ich dachte schon, du würdest jetzt irgendwie mit deinem Schwippschwager reden, der gerade in den Raum gekommen ist oder so. Mit meinem Schwippschwager? Du musst übrigens wallen, ne? Nö. Ja, ich bin gegen Zerg, ne? Ja, braucht man keine Wall gegen Zerg. Alles klar. Ist doch merke bekannt, ich mich schon mal für die 1 gegen 1 Serie. Komm, ich spiele einfach Double Adept Opener, dann brauche ich sowas alles nicht. So, ich bin noch nicht so richtig im StarCraft. Ja, ja, das kann ja jeder sagen. So. Deshalb muss ich da noch reinkommen. Wobei wir heute dann wahrscheinlich gar nicht viel aufnehmen. Guck mal, Zero hat schon den Skin. Ich habe mir jetzt auch die Watchets gekauft, aber noch keinen Skin freigeschaltet. Das habe ich bereits dreimal in meiner Aufnahme gesagt. Ah, das ist gut. Ist dann bestimmt interessant. Ah ne, meine Stimme hast du ja auch da nicht gehört in deiner Aufnahme, ne? Das ist korrekt. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. So. Oh. Du willst geproxy-hatched. Chrono Booster in Zealot. Wenn es ein bisschen früher gescaltet ist, hättest du nicht ganz so viel ziehen müssen, aber sicherer so gerade. So, jetzt zieh mal 4 Probes wieder ab, dass du nicht mit so vielen angreifst, sondern das waren ein bisschen viele. Weil wir wollen schon die noch umbringen, bevor deine Queen rauskommt, aber du brauchst natürlich gleich auch ein bisschen Mining. Währenddessen kommen 4 Linge von vorne. 6 Linge von vorne. Ja. Hast du Mothership Core gebaut? Der ist gleich durch. Also gleich in halb. Hast du mich einfach mit meinem Zealot hier alleine? Die Basis unserer Verbündeten steht unter Beschuss. So, ich muss jetzt auch mal eine Exe nehmen gleich. Wir müssen vorne eben so den Pylon von dir retten. Ich weiß. Okay, das schaffen wir nicht mehr. Bist zu spät nach vorne gelaufen. Vielleicht schon. Ah! 4 Hitpoints. Jetzt kommen sie gleich bestimmt wieder. Da kommen sie und werden den finishen. Das ist korrekt. Ja, hättest mal früher Overcharge gesetzt. Aber das ist ja überhaupt nicht schlimm. Lass mal den Rock ein bisschen anschlagen, aber nicht komplett abräumen, ja? Wir brauchen mehr Mineralien. Nur so, dass wir, falls wirklich ein großer Roach-Push hinterherkommt, dass wir dann nochmal agieren können. Also sie haben eine Proxy-Hedge verloren, damit sind sie ziemlich hinten. Okay, und dann lass mal jetzt aufhören drauf zu schießen. Aufhören! Aufhören! Stalker kommen. Also sie werden weiter pushen, dann nehmen wir doch die Rocks raus. Sicher, sicher. Ja, da kommt viel mehr. Dinge kommen auch nochmal. Der Protoss ist One Base, der Zerg ist Two Base. Es gibt ein All-In mit Stalkern. Das ist jetzt erstmal nicht so schön. Gebt uns einen Auftrag.
Vor allem, weil ich hier keinen Platz mehr habe. Ja, ich habe einige Kills mit dem Adepten geholt. Das ist gut, Nergorix. Ich bin hier. Und hier habe ich noch zwei Adepten. So soll es geschehen. Müssen wir eben gucken, ob die noch irgendwie einen Pylon in unsere Base gebaut haben irgendwo. Also vielleicht in Richtung unser Gold oder so. Baue vorne auch ein Pylon, ne? Dass du auch overchargen kannst vorne. Das sind beides meine Pylons. Da kommen sie nämlich jetzt. Hast du jetzt da vorne einen Pylon gebaut? Pylon, da vorne? Vielleicht vorne einen Pylon? Du bist immer viel zu aufgeregt für das Spiel. Ja, da ist gerade der All-In. Da wäre es gut gewesen, wenn wir einen Pylon gehabt hätten. Wie du vielleicht siehst. So sind wir nämlich jetzt leider tot. Mit zwei Overcharge mehr wäre gut gewesen. Ja, das ist vorbei leider. Nee, nee. Doch, doch. Nee, nee. Hast nicht mal den Overcharge nochmal gesetzt. Ja, komm. GG. Ja, da hätte Zarok früher die Pylons nachbauen müssen. Mit vier Overcharge wäre das ganz anders gelaufen. Aber so passiert das, wenn er sich am Anfang mutet. Dann können wir hier keine teambildenden Maßnahmen machen. Oh, jetzt muss er da noch ewig rumprobieren. Ja, natürlich, weil das absolut haltbar ist hier. Haltbar war das im letzten Game, wo du rausgegangen bist. Das hätten wir auf alle Fälle halten können, ey. Nein. Ja, Nergorix ist ja so ein typischer Aufgeben-Mensch. Das hätten wir nie im Leben gehalten. Natürlich. Du hattest nichts. Wir können das hier nochmal eben untermauern. Jetzt kommt er wieder mit irgendwelchen unwichtigen Graphen. Da. Du hattest am wenigsten Armee von allen Spielern. Wir haben doch in dem vorletzten Spiel erst begriffen, dass die Grafen überhaupt nichts heißen, wo der Gegner einfach doppelt so viel hatte wie wir und verloren hat. Zack und zack. Aber da sieht man. Ja, das ist halt ein Problem. Nee, hat er nicht. Normaler Mensch hätte das gehalten, aber Nergorix ist halt wieder speziell. Ja, da fehlte leider der Pylon von Zarok, das muss man sagen. Zarok performt jetzt genauso wie der FC Bayern aktuell. Das stimmt. Ein Unentschieden nach dem anderen. Ich gleiche mich der Mannschaft an. Sind die gleichen übrigens, ne? Das ist mir völlig egal. Ja, gehen wir gleich raus, oder? Wir können das nie halten. Zack. Ach, auf dieser Map kann man alles halten. Uns fehlen Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Wo ist denn hier die Ramp? Uns fehlen Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Gut, dann werde ich mich nochmal an Doppeladept probieren. Ich bin schon wieder Protoss. Schön APM-Spam. Damit wir wenigstens einen Punkt der Tabelle am Ende vorne sind. Uns fehlen Mineralien. Was war das? Hier gibt's Hedge First. Was? Ist Hedge First? Nee, das ist Pool First. Müsste Pool First gewesen sein. Das nee. Hä? Aber die Hedge war nicht so schnell. Willst du mich gerade wieder veräppeln, Nergorix? Zack. Als würdest du irgendeinen Unterschied machen, was ich dir ansage am Anfang. Das stimmt. Das ist eigentlich. Ne, der eine ist komplett Pro, das ist keiner random, okay? Das ist kein random. Immer diese random Spieler sind die schlimmsten. Das stimmt. Die gehen immer so schnell raus aus dem Spiel. Ich möchte dich daran erinnern, dass meine letzte Folge, die online ist, Quitorock heißt, ja? Ja, da muss der Quitgorix natürlich direkt mal hier die Folge nach sich selbst benennen. Wir brauchen mehr Mineralien. Hab ich schön 1 gegen 2 gewonnen, das war schön. Das ist übrigens eine neue Aufnahmesession. Aber deshalb müssen wir immer noch das Ganze nochmal trotzdem bei den Finger in der Wunde lassen. Das ist ja wohl das Mindeste. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien.
So, Adeptin. Wir brauchen mehr Mineralien. Adeptin. Gegen was spielen wir eigentlich? Gleiche wie gerade eben. Also denselben Song nochmal. So sieht's aus, denselben Song nochmal. Aber nicht denselben All-In nochmal. Meinst du? Ja, das wissen wir ja schon. Es gab keine Proxy-Hedge. Uns fehlen Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. So, Adepten sind fertig, ne? Ja, weil meine sind schon auf dem Weg nach vorne. Warum denn nach vorne? Ja, warum nicht? Du bist übrigens angegriffen. Ach so, das hätte ich nicht mitbekommen. Du bist schon wieder relativ viele Dinge. Kannst du froh sein, dass ich aufpasse? So, jetzt habe ich auch einen Stalker. Ich finde es schön, dass Blizzard eine Hommage an Spiele mit Bart eingebaut hat. Finde ich gut. Muss ich Blizzard ein Lob aussprechen, das gut. So, was mache ich denn jetzt überhaupt? Ich weiß ja nicht so genau. Wir brauchen mehr. Exakt, das ist das Problem. Sieht aus, als sei. Geh du mal hier hin und mach Hold Position. Das ist Französisch für Hold Position. Uns fehlen Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir. So. Dafür fehlt uns Mist. Wir brauchen mehr Mineralien. Schalalalala. Was ist denn jetzt mit dem Gegner? Kommt da noch was? Oder, Ich hab die Gegner gerade schon alle abbekommen. Ich weiß nicht, ob das mitbekommen ist. Achso. Hab ich nie mitgekriegt, ne? Nee. Wir brauchen mehr Mineralien. Das muss ich leider beneinen. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Nein, könnte auch ein Fußballspieler sein. Uns fehlen Mineralien. Meinst du so wie Rehkick? Ja, das war heftig. Bei mir ist es All-In, ne? Wäre gut, wenn du mir helfen könntest. Ich laufe, ich eile. Bei da, das den Dingens rausnehmen. Wobei ich tot bin. Ich habe auch leider einen Stalker überhaupt keine Sentry, dummerweise. Unsere Basis wird in die Zange genommen. Du musst aber trotzdem langsam mal kommen. Ne? Ich langsam laufe! Mal. Nein, du greifst immer noch das Gateway. Ah, jetzt bist du tot. Das stimmt nicht. Greif nicht das Gateway an. Ich greife die Gegner an. Warum spielen wir heute denn eigentlich wieder gegen Spastis? Was hat Blizzard denn da wieder für eine Scheiße gematcht? Ja, komm. Komm, den kriegen auch ein BG. Was ist denn Blizzard? Gegen solche Menschen müsste man eigentlich konsequenter so, vorgehen. Oh, nächstes Game. Das hat nichts mit Spielen zu tun. Das nächstes muss man einfach Game. Mal so deutlich sagen. Nächstes Game. Oh, ist das schön. Stille. Mal schauen, ob er sich beruhigt hat. Perfekt. Ja, gut, ich hoffe, wir spielen ihn nochmal. Dann spielen wir jetzt ein One-Base DT-Build oder so. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, DTs, ne? Ja, ich bin halt auf Double Stargate Oracle gegangen. Vielleicht war das der Fehler. Nein, der Fehler war, dass wir einfach den All-In wieder mal nicht gescoutet haben. Ja, aber das war eigentlich bei den Spielern klar. Wir können halt nichts anderes. Ja, aber du warst ja auch nicht auf dem All-In vorbereitet. Ey, ich habe immerhin schon 6 Gates gehabt. Tja. Aber nicht an der richtigen Stelle. Nee, ja, in der Base halt, ne? Ja, das war der Fehler. Hättest du da so ein Pylon gehabt, wo die ihr Gateway gebaut haben, dann hätten wir das gewusst. Ich baue natürlich ein Pylon am Anfang direkt bei meiner dritten auch. Maximal. Kann ich das eigentlich hier irgendwie korrigieren? Könnt ihr deine Nutzerlautstärke runterstellen? Naja, müssen wir mal gucken. Ich arbeite ja jetzt immer mit so einem anderen Programm. Damit könnte ich dich auch uniformisieren, wie das so schön heißt. Was ist denn uniformisieren? Da gleicht er deine Lautstärke an.
Und zwar auf dem höchsten Wert, den du hast. Also wir spielen jetzt übrigens gegen Wachowski. Aber das führt dazu, dass immer jedes bisschen Geatme deutlich zu hören ist. Das finde ich sehr nervig, deshalb habe ich das inzwischen sein gelassen. Boah, hier ist Wachowski. So ein Köter, ne? Der kläfft die ganze Zeit. Das ist so nervig. Warum? Ja, wer ist ja nicht, nicht umgezogen? Es ist auch noch ich bin ja gerade in meinem Kinderzimmer sozusagen. Im Kinderzimmer. Dieser Hund war vor 5 Jahren auch schon da. Eigentlich müsste er langsam mal sterben, oder? Boah. Nein. So ein Wadenbeißer. Wobei, ich habe den noch nie gesehen, immer nur gehört. Und zwar ununterbrochen. Well. Ich bin gegen Doppelprodos, ne? Nicht vergessen. Ja, 3 Hedge vor Pool. Das ist gut. Nergrix will heute aber auch nicht gewinnen, muss man sagen. War da was? Ja, das war nur dieses komische Viech. Meinst du den Hund? Nee, dieser Ursadon. Wir brauchen mehr Mineralien. Well. Well. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Da kommt schon eine Frühe Pro. Meine Echse? Das ist meine Echse, ja? Ich bin Zerg. Ich nehme immer die Echse, die ich haben will. Als Zerg steht mir das zu. Im Arsch. Wenn du Zerg wärst, hätte ich dir auch die Echse immer gelassen. Ich will nie wieder Zerg sein. Deshalb kann ich das ja sicher sagen, diese Aussage. Zerg ist so beschissen. Sonst hätte ich die auch nicht getroffen. Das muss man einfach mal deutlich sagen. Ich spiele gerne mit Zerg. So gut. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Ja, als Zerg brauchst du halt ein bisschen Spielverständnis. Deshalb ist es für den Anfang sicherlich schwieriger als alle anderen. Zerg ist eigentlich so vom Prinzip her mehr rumgedrückt als andere. Nee, Zerg ist halt sehr, sehr reaktiv. Du musst immer darauf achten, was dein Gegner macht. Und da du ja immer nur auf Storm rusht, ist es natürlich mit Zerg schwieriger. Wobei du kannst auch immer einen Roach All-In spielen als Zerg. Auch das ist möglich. So, ich kann auch meine Hotkeys umstellen. Boah, dieser Köter! Gott sei Dank höre ich den nicht. Ich kann gleich mal das Fenster aufmachen, dann hört man den auch. Der ist ungefähr so laut wie das Gewitter sonst immer. Nein. Gefühl das gute Gewitter, das wir bei Formel 1 mal hatten. Ja, das war schön. Oder bei, cool. Bei Minecraft hatten wir es auch mal. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Aber der Protoss hat jetzt sein Gateway fertig übrigens. Cybercore meine ich natürlich. Und Chrono boostet einen Stalker vermutlich, um meinen Overlord zu bekommen. Das wird ihm auch gelingen. Vermutlich. Das wird ihm auch gelingen. Denn ich bin ein bisschen spät rausgemoved. Ich würde ungern meinen Overlord verlieren, aber es könnte passieren, ne? Vielleicht fahren! Ich knusper uns mal hier die Rocks weg. Die Brut hat eine neue Königin. Knusper, knusper, Knaser. Doppelprotos, ne? Du weißt, was das heißt. Oracle oder die Tees sind möglich. Ja, kommt das sowieso der größte Dreck. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Wir brauchen nicht genügend Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Weißt du was noch? Mineralien. Drohnen. Uns fehlen Drohnen. Boah, dieser Köter, kann der vielleicht endlich mal aufhören? Das ist ja schrecklich. Kann der endlich mal sterben? Das reicht ja wahrscheinlich, wenn man dem was zu essen gibt oder so. Jetzt wird er einen Grund haben, warum der kläfft. Vielleicht, weil das Wetter nicht so überragend ist. Das Wetter ist überragend. Aber das Wetter ist wirklich gut heute. Da ist das Oracle. Das macht aber nichts. Yes, richtiger Call. Meinst du, ich soll Sporecrawler bauen oder soll ich ein gieriger Zerg sein, der keine Sporecrawler baut, sondern sich auf seine Queens da verlässt? Da hat er nicht damit gerechnet, dass er gegen einen Profi spielt, der da 3 Stalker hinstellt. Baust du vorne nochmal einen zweiten Pfeil? Ich möchte da ein bisschen creepen und gleich kannst du da nichts bauen. Sehr gerne. Aber Creep wäre auch nicht so unangebracht für uns. So, jetzt machen wir einen großen Bauboom. Mir geht wieder Geld aus. Hier ist ja eine Probe in unserer Base. Das macht nichts, die kann nichts. Probe ist tot. Probe ist tot. Komm mal, Twilight Council nehmen. Komm mal, Zoll der Geiz! Guck es dir an. Nicht genügend Mineralien. Boah, 400 Gas, aber keine Mineralien. Was ist das denn? So.
Können auch nochmal eine Makro-Hedge nehmen. Bevor wir die echte dritte nehmen können. Es macht Peng, wenn ich den Papa mit der Pfanne hau. Oh, die nächste Gold ist übrigens auch meine, weil da habe ich ziemlich hingecreept. Kennst du noch die Dinos? Nein. Nicht? Du kennst nicht die Dinos? Was sind denn die Dinos? Wie ist das mit dem Baby, der die ganze Zeit das Papa-Dino haut? Wahrscheinlich ist das eine Sendung, die nicht im Kika lief. Das ist korrekt. Siehste? Wie soll ich die denn kennen? Weiß nicht, vielleicht hast du so wie in der DDR, da hast du ja auch immer fremd geguckt. Erneut dich! Oh nein, ich habe 1 gedrückt anstatt 2, das wollte ich nicht. Lauscht dem König, was? Das hat keiner gesagt. Nein. Unsere Truppen werden in die Mangel genommen. Da kommt war da keine Exa eigentlich? Oh, der hat sogar eine Cannon da. Das ist, glaube ich, jemand. Wahrscheinlich ist das ein Protoss, der gut ist, der mit seinem Kumpel spielt, der das erste Mal. Oh, da kommt Tempest! Tempest Rush, geil. Ja, geh doch da drunter, nicht nur mit einem Stalker. Blink erforschen sofort. Das ist schon in Arbeit. Gatebase ausklappen. Wobei Tempest echt überraschend sind, muss ich zugeben. Ich hätte jetzt eher mit Void Race into Carrier gerechnet. Was ist das denn für eine Scheiße? Kann die Tempest musst du halt nur aufpassen, weil die eine riesen Range haben. Am besten wäre es, wenn du gleich hier das Cliff runterblinken könntest, sobald Blink durch ist. Sind übrigens schon 3, ne? Ja. Hast du jetzt endlich Blink? Nein, dann zieh dich ein bisschen zurück. So laufen die Hälfte deiner Stalker nur dumm rum. Du musst ihn so ein bisschen locken, sobald Blink durch ist, runterblinken. Am besten sogar runterblinken. Dafür fehlt uns Vespingas. Unsere Verbündeten fehlt Energie. Die Basis unserer Verbündeten steht unter Beschuss. Dafür unsere Verbündeten. Perfekt. Siehste. Fokus Feuer, nicht auf das Oracle schießen. Das kann sowieso gerade nichts. Ja, und wieder runterblinken mit den dreien. Perfekt, damit solltest du sie abräumen können. Damit ich hat er nicht gerechnet, dass der Überzahlrock hier mit dem Überblink arbeitet. Währenddessen so. Mal 1800 Mineralien haben. Hast du Gas übrig? Ich habe auch relativ viele Mineralien, aber die bringen mir alle gerade nichts, weil ich Gas brauche. Kann ich dir sofort... Im Schwarmcluster ist eine neue Königin. Der Mineraliencluster gibt nichts mehr her. Der hat mir eine Probe abgenommen. Oh nein. Nimm mal eine dritte. Wo denn? Da. Nein, nicht ein Darkshine, eine Base. Darkshine kannst du auch bauen. Im Mineraliencluster gibt es nichts mehr zu holen. Ich habe viel zu viele Arbeiter. Man kann nie genug Arbeiter haben. Es sei denn, man heißt Liquid Red. Der hatte in jedem Spiel zu viele Arbeiter. Der hatte immer über 100. Und dann hat er sich immer gewundert, warum seine Armee so klein war. Das war witzig. Ich baue jetzt mal 1000 Gateways, ne? Ja, baue am besten direkt auch eine vierte. Du hast aber gesagt, das macht man so nicht. Nee, macht man auch nicht, aber im 2 gegen 2 kann man das machen. Uns fehlt Energie. Vor allen Dingen, weil du jetzt relativ spät schon dran bist damit. Und gerade das Geld dafür ja auch hast, so ist ja nicht. Blick ich zurück, Salad Charge. Ja, trotzdem mit relativ vielen Stalkern erstmal arbeiten, ne? Ja. Ich hab auch einen Immortal als Sicherheit. Der ist gut gegen Tempest. Dafür fehlt uns Messing so. Gut, so, das ist, könnten wir aber. Vielleicht gewinnen. Kommt drauf an, ob er jetzt schon, wie viele Tempest er jetzt schon hat oder wie viele Carrier vielleicht sogar. So, ich nehme mal weiter Upgrades, ne? Jojo. Was heißt denn weiter? Wie viel hast du denn schon? Ja, 1-1. Also noch nicht die Welt. Nein, immerhin. Oh, ich hab mein Dingens ist fertig, mein
Oh, hier unten ist eine Base übrigens. Lass mal diese Base abräumen. Ich wollte nämlich auch gerade hin expandieren. So, ich baue ein paar Rare Roaches gleich noch für... Kann ich behindern? Meat Shield. Du hast daneben geklickt, auf jeden Fall. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Hier sind ganz viele Bases übrigens. Deine Truppen werden angegriffen. Und Einheiten laufen, aber die laufen halt wieder überall hin. Hier ist ein Mothership. Hau weg die Scheiße. Mothership ist tot. Aber wir sind am Versorgungslimit. Hinter mir kommt die ganze Armee. Kommst du jetzt auch mal irgendwie? Lauf, lauf jetzt halt nicht blöd durch die Gegend, Mann, ey! Unsere Verbündeten werden angegriffen. Der stormt mich. Aber der stormt ja. Stalker, das ist halt scheiße. Ja, alles tot. Okay, da sind noch, ist noch ein Koloss nachgekommen. Der nimmt mich raus. Sehr gut. Da ist er schon raus, der Wischnewski. Boah, was ein Quitte, ey. Ich heiße Wachowski, aber Wischnewski war mein Kunstlehrer. Das war der beste Kunstlehrer, den ich in meinem Leben hatte. Ich würde sagen, wir haben einen krassen Vorteil jetzt. Ach, echt? Das war sogar ein Proxy. Der hat geproxy Tempest Rush. Ist das Rotterdam hier? Ja, dann hätten wir schon gewonnen. Hätte er schon gewonnen. Lass mal draufgehen jetzt, die Gegner. Da können nichts. Ich habe auch 1, ich habe auch 1-1 und 2-2 und so gedönst. Na gut, ich komme mal zu dir. Oh, ich habe 3000 Mineralien. Aber ich bin noch gemaxed. Du bist ja auch hart am Kotzen. Wir sind am Versorgungsweg. Genau. Ach, das sind deine Stalker. Ja, der egal, warum greifen meine Hydras die nicht an? Das ist ja unfair. Oben da! Ich habe halt so viele so viele Kotze-Dinger, mit denen ich aktuell nichts machen kann, weil sie die gerade nicht kotzen können. Hey, der hat mich ausgesperrt. Die haben noch nichts gegessen. Was ist das denn? Dann holen wir uns hier wieder den Eingang. Du hast ja nicht Blink oder so. Oh, das ist eine Idee. Ja, hat er jetzt mir die Hälfte weggeblinkt. So, ich darf wieder kotzen. Yay! Ich könnte mal meinen Warp Prism auch mit nach vorne schicken. Das sieht gut aus! Na, endlich. Nach diesen zwei Partien gerade. Was hat der denn für eine Scheiße gespielt? Ja. Oh, EP für War Chest verdient. Yes! Das verdienst du an jedem Spiel. Ja, aber irgendwie wurde mir das jetzt erst angezeigt. Neues ich hab immer noch nicht genug, um das erste freizuschalten. Oh. Ich hab ein neues Tier unlocked, was krieg ich denn? Ich noch nicht. Zarok hat ein neues Tier und damit würde ich sagen, war es das für die heutige Folge. Oh, ich krieg viel Spaß mit deiner Katze. Hier oben rechts könnt ihr auf nächste Folge klicken. Unten rechts mal ein anderes Projekt von mir. Und einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.